Fit&10-Challenge war sehr erfolgreich. Ich bin sehr zufrieden. Es haben sich über 200 Schulen angemeldet. Das sind 18.000 Schüler, die damit bewegt wurden. Landessieger in Wien der 5. bis 8. Schulstufen ist die bilinguale Mittelschule in der Wendstadtgasse im 10. Bezirk. Für mich ist es wichtig, dass Kinder gerne in die Schule kommen, dass sie glücklich in der Schule sind. Und da muss man ihnen auch etwas bieten können, woran sie wirklich Spaß haben. Bewegung brauchen sie, weil sonst können sie nichts leisten. Und diese Bewegung wird bei uns im Turnunterricht sehr gut durchgeführt. Und wir bieten auch unverbindliche Übungen an, wo Kinder eben im Geräteturnen zum Beispiel das tun können, was sie fähig sind zu tun. Und ich habe Gott sei Dank die Lehrer dazu. Und das ist wirklich ein Riesenerfolg für unsere Schule. Also wir haben uns schon letztes Jahr im April dazu entschlossen, an der Turn-10-Challenge teilzunehmen. Weil wir erstens immer mehr Kinder zu uns in die Schule bekommen, die zum Teil erhebliche Schwäche im koordinativen und muskulären Bereich haben. Und gerade das Gerätturnen eignet sich in besonderem Maß dafür, gerade die sportmotorischen Grundeigenschaften der Kinder eben zu fördern. Der zweite Aspekt war für uns diese soziale Komponente, wie schon die Frau Kötschacher vorher angesprochen hat, dass eben jeder mitturnt und dass die Leistung jedes Einzelnen zum Gesamtergebnis beiträgt. Und nicht wie bei anderen Schulsportwettkämpfen, wo wirklich nur die 5, 6 Besten aus jedem Jahrgang eben teilnehmen. Und deswegen hoffen wir, dass dieses Projekt auch weitergeführt wird, weil man so wirklich die breite Masse der Schüler ebenfalls für das Gerätturnen begeistern kann. Also mir ist es sehr gefallen, weil jeder von unseren Schülern an der WBS hat teilgenommen und jeder von uns hat gefallen und wir haben alle was daraus gelernt. Also neue Bewegungen, zum Beispiel jetzt von Rückwärtsrolle zu Vorwärtsrolle und Anstand, 360 Grad drin, alles. Besonders am Herzen ist mir gelegen, dass alle Schüler daran teilnehmen konnten, die ganze Klasse, nicht nur die Besten, und dass die Schulen eigentlich vorne waren, die es geschafft haben, die meisten Schüler dazu zu motivieren, mitzutun.